Ja, herzlich willkommen Leute zum neuen Video, das dritte Video von jetzt. Aber lasst ein Like da, lasst ein Abo da, vergesst nicht meinen YouTube-Kanal abzuabonnieren, dann verpasst ihr noch nie eines YouTube-Videos. Heute machen wir ganz etwas Spezielles, wo ich noch nie gemacht auf diesem Kanal, das ist zum ersten Mal und ihr könnt sicher am Titel jetzt lesen. Leute, ihr müsst jetzt dafür da oben, ihr müsst die zwei letzten Videos zu liken, vergesst nicht einen Kommentar zu machen und schreibt mal in die Kommentare, was ich noch mehr für Videos soll ich machen. Und Leute, ich mache auf YouTube-Video einen neuen Profil auf meinem YouTube-Kanal und auch ihr müsst auch mir den zweiten YouTube-Kanal zum auch abonnieren. Ihr müsst den zweiten Kanal auch abonnieren, da heißt es noch, ich schreibe noch in Link in Beschreibung den zweiten YouTube-Kanal und dann könnt ihr auf mich auch zu abonnieren, bitte die Aufrufe zu knallen und auch bei diesem Video. Heute, ihr könnt um diesen Text lesen, ihr müsst ihr ein Like da geben, also ihr müsst meinen Kanal zu abonnieren, da unten Link-Button und ihr müsst auf mir Instagram zu folgen, da heißt es 1708 Pavone. Und heute geht es um Bundesliga Panini Sticker. Ich zeige euch die Stickers von Panini von Offiziell Sticker Collection 17-18. Und ja, wir haben einige Spieler, zum Beispiel hier Paul Verhaakon, VfL Wolfsburg, Trikot Nummer 3, Abwehrspieler und Nationalmannschaft Holland. Dann haben wir einen Abwehr nochmal, ein Wolfsburg 31, Trikot Nummer Robin Knoche. Und dann haben wir noch Joshua Goulevogi bei Frankreich. Mittelfeld. Plawisowski von Polen. Von Aranguiz. Dann haben wir noch der Dominic Kor. Dominic Kor bei Leverkusen. Und Benjamin Henrichs und Panigin Dirkoz und Rezos. Panigamiots und Wendel. Und dann Gentner, Christian Gentner und Akolo Kane. Und dann noch Takuma Asano. Und das letzte, also ich habe noch mehr, aber da kommt aus dem zweiten Teil, Josip Brekalo. Und ja, ich habe euch die Panini-Bilder gezeigt. Und dann kommt der zweite Teil und haut dir die 10 auf, also teilt dir 5 Aufrufe, dann kommt der zweite Teil für diesen Panini-Collection.